Hi. Vor kurzem hatte ich mit dem Kumpel, Servus Jörg, ein kleines Problem. Und also ich hatte kein Problem mit dem Kumpel, aber er hatte ein Problem und hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und zwar ging es darum, der hat ein iPhone oder ein iPad, ich weiß es nicht mehr genau. Und da gibt es ja diese App, diese WordPress-App. Und immer, wenn er da seinen WordPress-Blog draufladen wollte, bekam er einen Fehler. Das heißt, wenn ich hier anklicke, Adblock, dann versucht er das Ganze zu authentifizieren und sagt mir dann einen XML-RPC-Error. Falscher Benutzername bzw. Passwortkombination. Das liegt daran, also so ihr denn das richtig eingegeben habt, das liegt daran, ihr müsst in euer Backend gehen von eurem WordPress-Blog. Dort geht ihr auf die Einstellungen und in den Einstellungen, da geht ihr auf Schreiben und hier unten ist die WordPress Movable Type Metablog Blogger XML RPC Schnittstelle aktivieren. Die müsst ihr aktivieren und dann könnt ihr die Änderungen übernehmen. Und wenn ihr die übernommen habt, identifiziert ihr das Ganze nochmal und dann zeigt ihr an, got to go, okay, welcome. Wir gehen hier also mal zurück. Das heißt, wir gehen das Ganze nochmal durch. Add self-hosted, ich gebe hier nochmal eben ein, okay, und dann klickt ihr hier einfach auf Add Blog und jetzt wird der Blog praktisch tatsächlich dieser Liste auf der linken Seite hinzugefügt. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufklicke, kann ich jetzt meine Artikel angezeigt bekommen und das Ganze, da lädt jetzt also meine Seiten etc. Ich kann die alle jetzt direkt in diesem Tool für iOS bearbeiten. Das funktioniert auf dem iPad genauso wie auf dem iPhone oder auf dem iPod Touch. Jörgi, dein Platz ist hier bei mir. Du weißt Bescheid. Ich hoffe, ich konnte damit kurz aufklären, warum man sich nicht wirklich mit der WordPress-App mit seinem WordPress-Blog verbinden kann. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch einfach meinen Channel auf www.youtube.com/hotodi. Ich habe auch eine Internetseite www.hotodi.com. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.